Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Max Payne. So, was erwartet uns jetzt hier? Wir können irgendwas aktivieren. Ah, der Kran wird bewegt und bricht dadurch, alles klar. Haben wir irgendwo noch einen guten Deckungsplatz hinter den Dingern hier? So geht's natürlich auch. Hier will ich natürlich rein. Geahnt. Ist das jetzt wieder der richtige Weg oder was?
Ups. Scheint so. Hier ging's weiter. Kommt der etwa nicht? Hier war das mit der Sprengladung. Die kommt jetzt weiter. Oh nö. Der Level ist ganz schön lang diesmal. D6. So viel zum Thema Level ist lang. Da wo wieder Schluss sein jetzt. Gehe zum Block in Position. Keine Gnade. Bewegt euch! Und abwärts. Sichtkontakt negativ. Ich spielte den Part des berühmten Detektivs Bogart als Marlowe oder als Sam Spade auf der Suche nach dem Malteserfalken. Kein Geheimnis war vor mir sicher. Ich folgte dem Pfad der Hinweise bis hin zur endgültigen Lösung, selbst wenn er mich tief hinunter in die kalten Katakomben meines Grabes führen sollte. Das können Sie nicht tun, meine Männer sind noch da drin. Wieso das hier Operation Dead Eyes heißt? Los geht's. Achtung an alle Mitarbeiter. Die Selbstzerstörungssequenz wurde aktiviert. Evakuieren Sie den Besuch. Ich wiederhole. Die Selbstzerstörungssequenz wurde aktiviert. Begeben Sie sich unbedingt zum nächsten. Okay.
Ich habe irgendwie gedacht, das wäre ein Sicherheitsgloss. Ich habe das Logo auf dem Boden schon mal gesehen. US Army? Valhalla, Projekt Valhalla. Mhm. Unter dem Stahlwalzwerk befand sich ein alter Bunker. Ich kannte das Militärabzeichen auf dem Fußboden. Ich hatte tausend Variationen dieses Zeichens auf den verrotteten Ziegelwänden der Stadt gesehen. Anstelle des Schwertes eine Spritze. Projekt Valhalla. V für Valkyr. V für Valhalla. Das las ich wie eine gottverdammte Verschwörungstheorie. Achtung an alle Mitarbeiter. Die Selbstzerstörungssequenz wurde aktiviert. Begeben Sie sich umgehend zum nächsten Abstand. Das heißt, das wurde hergestellt wahrscheinlich, um die Soldaten irgendwie emotionslos zu machen. Abbruch, Abbruch! Die Selbstzerstörungssequenz ist aktiviert worden. Raus hier, verdammt nochmal! Die ganze Anlage explodiert! Los, weiter, weiter! Haut! Bewegt euch! Bewegt euch! Bewegt euch! Hier wird also hergestellt. Ich habe das unter dem auf dem Boden schon mal gesehen. Abbruch, Abbruch, die Sektor. Ich kann auch keine Ahnung, ob die da um der Ecke stehen. Ich habe das Logo auf dem Boden und mal gesehen. Abbruch, Abbruch, die. Also die haben wir platt gemacht. Achtung an alle Mitarbeiter. Die Selbstzerstörungssequenz wurde aktiviert. Begeben Sie sich umgehend zum nächsten Ausgang. Nichts Brauchbares. Wie alles andere im Fall Valkyr war mir der Türcode ein Rätsel. Okay, wir brauchen also die PIN. Ich nehme mal an, die kriegen wir im Labor und müssen dann hier wieder zurückkehren. Achtung an alle Mitarbeiter. Die Selbstzerstörungssequenz wurde aktiviert. Begeben Sie sich umgehend zum nächsten Ausgang. 665. Der Chemiker hatte vor seinem Tod die Arbeitsstation genutzt. Die Halbwertszeit der Laborratte hatte online geendet. Sein Passwort blinkte noch auf dem Schirm. 665, der Nachbar des Teufels. Dekontamination aktiviert. Dekontamination beendet. Thank you.
habe das Gefühl, der Endkampf kommt bald. Warum kann ich hier nochmal durch? Dekontamination aktiviert. Dekontamination beendet. Okay, da komme ich auch, glaube ich, gar nicht rein, oder? Gut, dann geht's in der nächsten Folge weiter. Spitzwetter genießt. Bis dann.